Heute werden Entfernungen geschätzt. Beispiel von Berlin nach Moskau. Genau. Wie viel ist? 33,4. So. Inches. Der näher dran ist, bekommt den Punkt. Ey, lass uns anfangen. Tun wir das anfangen. Sechs. Von London bis nach Mailand. Meinst du London oder London? London. Nach, von London nach Mailand. Nach Mailand. Antworten? Ja. Oh, also, die Entfernung ist bei 960 Kilometer. Doch so nah. Fabi näher ran. Doch so nah. Hä? Ich hab gedacht, von hier Berlin 800 Kilometer. Ich hab nochmal 200, nochmal. Ah, direkte Luftlinie. Ich habe mit Auto gerechnet. Da muss man ja alles komplett anders rechnen. 1-0. Aber mit Auto sind es 1600, oder? Okay, erster Punkt an dich. Du musst, wie soll ich das rechnen? Von Luft her. Und um Amsterdam ist 900 Kilometer. So, Jungs. Also, Moskau bis nach Südafrika. Das ist jetzt was nicht Einfaches. Moskau bis nach Südafrika. Von Moskau nach Südafrika. Puff. Uff! Boah! Junge, du hast geguckt! Also Jungs, in 3, 2, 1. Zu wenig habe ich bestimmt. Ich kann es nicht einschätzen. Der ist Fabi. Richtig gut geraten. 9512. Boah! Allem, London ist die Katzensprung, das ist jetzt doch wieder übertrieben. Was sagst du? 6000. Erzähl! Als nächstes fahren wir von Istanbul bis nach Madrid. Istanbul nach Madrid? So, eure Antworten in 3, 2, 1. Und näher ran ist Einar. 2736. Oder wie 2736? 2-1. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, jetzt irgendwo hinzufliegen, wohin werdest? Nach Philippinen. Wäre schon cool. Auf jeden Fall. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, wo ihr denn, wenn ihr jetzt ein Ticket kriegen würdet, wohin würdet ihr jetzt hinfliegen? Ja. Würde uns mal interessieren. Würde mich auch interessieren. Nächste Entfernung, wohin geht's, Bro? Als nächstes fliegen wir von Oslo bis nach Stuttgart. Oslo, Stuttgart. Ich war das vor. Eure Antworten in 3, 2, 1. Und näher ran ist Einar. Das gibt's doch nicht. 1242. Ich wollte genau glatt 1000 schreiben, nach London ist doch schon nah. Ey, aber was war denn vorhin London nochmal? 900 noch was, Alter. Und jetzt auf einmal Oslo 2000. Kann das sein? Keine Ahnung. Als nächstes Berlin bis Lissabon. Berlin nach Lissabon. Berlin nach Lissabon. Ey, diese ganzen Dinge habe ich alles verwirrt jetzt ein bisschen, gell, mit Kilometern. Davor war ich mir so sicher jetzt. Ich auch. Weil alles ist nicht so, wie man denkt. Und alle Antworten in 3, 2, 1. Und den Punkt bekommt Einar. Ach, sick! Ey, warum aber? Mann! 2300 Kilometer. Wie kann das sein, Alter? Wie? Wie viel steht's? 3-2. Ja. Mann, komm! So, Jungs, jetzt mal was Schwieriges. Tamam. New York? Ja? Bis nach Los Angeles. Von New York nach Los Angeles? New York, Los Angeles? Oder schon Los Angeles? Westküste, gell? Scheiße, Küste, egal von welchen Inseln. West. Westside. Westside, Westside. New York? Olo, chill. Der spielt. Nein, sag mal ruhig. 5, 4, 3, 2, 1. 3 ist es. 3000 Kilometer und hier sind wie viel? 1000? 100. Das sind fast 4000 Kilometer. Ah! Junge, der hat, Digga, zu spät! Zu spät, die Zeit war um! 3900. Junge, da wären 2000 gewesen, naja, auch nichts anderes gewesen. Die Zeit war aber rum. Aber ich hätte trotzdem gewonnen. Du hast 200 gehabt.
Der Punkt geht an Fabi. Jungs, als nächstes gehen wir von Zürich bis nach Bukarest. Jetzt rede nicht und guck nicht. Ja. Zürich, sag ich. Zürich. Bukarest. Der hat extra Zeit, oder wie? So. Hat er was gemacht, dass er Zeit kriegt? Ruhe, Ruhe. 3, 2, 1. Näher ist Fabi. Hey, komm! Wie? 1393. Wie 1300? Alter, wie? Von hier in London ist nicht mal 1000.